Als Betonpumpenmaschinist fördert man den produzierten Beton, der im Werk mit Fahrmischern auf die Baustelle gebracht wird, auf die Bauteile. Also wir pumpen den Beton sozusagen in die Höhe, in die Weite und sorgen dafür, dass der Beton dahin kommt, wo am Ende hin soll. Unser Tag sieht folgendermaßen aus. Wir kommen morgens zur Arbeit, gehen zur Maschine, machen erstmal die Abfahrtskontrolle, fahren dann los zur Baustelle, sprechen mit der Baustellenleitung, gucken, dass wir vernünftig stehen können, warten dann auf unseren Beton, den wir dann natürlich zum betonierenden Teil hin befördern. Ob es in die Höhe oder in die Weite ist, ist je nach Baustelle verschieden. Für denjenigen, der sich unter einer Betonpumpe noch nichts vorstellen kann, man muss sich das im Endeffekt ähnlich vorstellen wie einen Kran. Wir fahren unten die Stützen aus, gucken, dass sie sicher steht und haben dann einen Mast, den wir ausfalten. Bloß, dass wir keine Gewichte heben, sondern eine Rohrleitung dran haben, durch die der Beton nachher fließt. Unsere Baustellen sind total vielseitig. Also wir haben von einem kleinen Fundament, sag ich mal, bis zur großen Sohle oder einen Ringbalken im ersten Stock, im sechsten Stock, je nach Maschinengröße haben wir da alles dabei. Also wenn man bei Heidelberger Beton als Maschinist anfangen möchte, dann ist es meistens so, dass man erstmal auf den kleinen Maschinen mitfährt, die auch die Schläuche drauf haben. Da lernt man als erstes erstmal, was ist eigentlich der Druck. Sollte sich rausstellen, dass man so gutes Talent hat, dann kommst du auch relativ schnell dazu, die größeren Pumpen zu fahren. Wer Bock hat auf LKW fahren, der möchte auch definitiv irgendwann mal eine große Pumpe fahren. Man kann durchaus hier quer einsteigen auf der Betonpumpe. Ich habe es ja damals auch gemacht. Und man wird hier von ganz klein, ganz ruhig rangeführt. Man fängt erstmal an, fährt als zweiter Mann mit, schaut sich das an. Ist das überhaupt was für mich, auf der Baustelle zu sein und diese Maschine zu bedienen? Und geht Schritt für Schritt jeden Schritt weiter. Man fängt dann an, mal die Maschine zu steuern. Man fängt dann mal an, alleine aufzubauen. Und ich sag mal, wenn man es kann, dann kann man es nachher und dann fährt man alleine. Ist diese Baustelle dann beendet, gucken wir, ob wir auf der Baustelle irgendwo vernünftig reinigen können. Gegebenenfalls fahren wir zurück ins Werk, dann stellen wir die Maschine wieder ab. Mein bisheriges Highlight hier in der Firma war mal eine Großbetonage in Berlin. Das war eine Betonage mit Unterwasserbeton. Und zwar haben wir da mit 4 Großmaßpumpen gestanden, wovon eine in Reserve stand und 3 haben aktiv betoniert. Und da haben wir, glaube ich, im Dreischichtsystem irgendwie 24 Stunden durchbetoniert. Und das waren an die 2600 Kubikmeter Beton, die mit einem mobilen Werk direkt vor Ort da produziert wurden. Also das war schon eine ganz spannende Geschichte. Und das Miteinander mit den Kollegen ist ein sehr harmonisches Miteinander. Also klar, man ist Mensch und man bleibt Mensch. Man hat nicht jedem zu seinem besten Freund gemacht, aber wir sind schon alle sehr miteinander, füreinander. Was sehr gut ist bei uns in der Firma und wo man sich auch wirklich sicher fühlt, ist, wir werden nach Tarif bezahlt. Wir haben vernünftig Urlaub und Weihnachtsgeld als 13. Gehalt beispielsweise. Das sind so Sachen, die hat man heutzutage nicht mehr überall. Wir freuen uns stets über neue Kollegen. Und wenn wir dich überzeugen konnten, dann scheu dich nicht, bewerb dich bei uns und du wirst bei uns mit Sicherheit gut aufgenommen.